Servus, Savade Krapp und Aiguda. Mein Gott, ist die Sonne heute hell am Himmel. Was sollte man auf jeden Fall machen, wenn man in Thailand ist? Massage natürlich. Da hinten seht ihr das, Massage gibt es hier immer und überall. Was sich lohnt, was es kostet, was ich mache, erzähle ich euch gleich. Also seid gespannt, es geht los. So, das ist die Massage, die ihr gerade im Hintergrund gesehen habt. Gehen wir mal rüber. Die ist an der Beach Road zwischen der Soi 4 und der Soi 5. Und dann gucken wir mal, was das Ganze kostet. So, die Gurkenmassage ist frei dabei. Fußmassage 45 Minuten 200 Watt. Und dann gehen wir mal ein bisschen tiefer. Full Body Massage in Private Room, die Stunde. Traditionelle Thai-Massage 250 Baht eine Stunde, 450 Baht zwei Stunden und die Ölmassage eine Stunde 400 Baht und zwei Stunden 700 Baht. So, und wie man hier oben an dem Schild lesen kann, Personal wird auch noch gesucht. Ja, ich bin jetzt hier unterwegs im Bereich Soi 3, Soi 4, Soi 5, Soi 6. Weil ich weiß, da gibt es eine gute Mischung aus seriösen Massagen und nennen wir es einfach unseriösen Massagen oder Massagen, die mehr an Extras interessiert sind. Yellow Massage, das ist eine Massagekette. Da könnt ihr also bedenkenlos hingehen. Die Preise sind auch sehr zivil. Wenn wir da mal drauf gucken, Fußmassage 300 Baht, Thai-Massage 300 Baht. Also die Preise sind zwar zivil, aber doch ein bisschen höher als gewohnt. Und wenn ihr dann mal vor die Tür schaut, da stehen jede Menge Schuhe. Das heißt auch, die Massage hier ist gut besucht. Ja, dann kommt es natürlich auch auf die Lage drauf an. Wenn ich mal hier rüber schaue, das ist die Soi 6. Wenn ihr hier einen Massagesalon seht, da geht es wohl eher um die Massagen in der Körpermitte, beziehungsweise da werden die Verhärtungen zwischen den großen Fußzähnen entspannt. Wer es mag, ist da wohl richtig. Ja, grundsätzlich sollte man auch auf das Erscheinungsbild des Ladens achten. Wenn das ein kleiner Laden ist mit vielen Mädchen davor ohne Uniform, dann wird da weniger auf Wert auf die Thai- oder Ölmassage gelegt, sondern wie eben schon erwähnt, auf die Körpermitte. Wenn der Laden ein großes Fenster hat, wenn ihr reingucken könnt, wenn die Aufmachung und das Ambiente stimmt, dann könnt ihr auch davon gehen, da habt ihr eine seriöse Massage. Eine davon ist jetzt bei mir im Hintergrund. Deshalb schalte ich gerade mal um, dass ihr euch die von innen anschaut könnt. Und da sind wir hier in der Soi 5. Dann schon mal ihr großes Angebot draußen vor der Tür, auch alle möglichen Massagen, die Preisklasse auch etwas gehobener. Und wenn ihr da mal reinschaut, ein ja, tolles Ambiente. Ich gehe gerade mal ein bisschen näher, solange man mich nicht wegscheucht. Welcome. Und wenn ihr da mal reinschaut, so sieht also ein seriöser Massagesalon aus. Can I ask you a question? Can I ask you a question? Best Massage for tourists is oil massage or is Thai massage? Yes, for massage, oil massage, aroma massage. Yeah. Body massage. Yeah, but what is the best for tourists? I stay here for. For me, I stay here for 2 weeks. What's the best for me? Thai massage or oil massage? Oil massage. Oil massage is better. Why is oil massage better? Yeah, oil massage and aroma massage. Uh-huh. Aroma massage. Why no Thai massage? Thai massage, it has to be aroma, it has whole body. Okay, Kopf und Krab. So, also habt ihr es gehört? Das ist das, was ich euch nachher noch erzählen werde, wenn ihr hier im Urlaub seid. Nicht jede Massage ist unbedingt geeignet.
So, das hier ist auch einer der Massageläden. Da könnt ihr unbesorgt reingehen. Savannah Health Massage. Hat man auch. Und die Preise relativ zivil. Wer wissen möchte, wo dieser Laden ist, der ist ziemlich nah am Central Marina. Savannah hat aber noch mehr Massageshops hier in Pattaya. Hier ist ja auch eine Massage neben der anderen. Und ich gehe mal davon aus, nicht jede Massage ist seriös. Bei vielen geht es einfach nur darum, dass man durch den Verkauf von Extras noch ein Zubrot verdient. Ich hätte das Ganze jetzt auch in der Soibuer Kau machen können, aber ich habe in der Soibuer Kau noch keine einzige seriöse Massage gesehen. Da geht es also schwerpunktmäßig darum, Extras zu verkaufen. Was das ist, könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber ich erzähle euch jetzt mal, ja, quasi mein Geheimtipp. Vielleicht ist es auch gar nicht so geheim. Vielleicht wisst ihr das schon alle oder vielleicht wissen es viele schon. Das ist die sogenannte Blindman-Massage oder Blindenmassage. Die gibt es hier im Bereich Pattaya oder im Großraum Pattaya zweimal. Der eine Shop ist im Norden in Naklua, in der Soi 16. Da war ich letzte Woche und habe ein paar Aufnahmen gemacht, die zeige ich euch mal jetzt. Ich habe da innen drin auch mal das Personal interviewt, wie das dort abläuft. Also da sind nicht nur Blinde am Massieren, da sind auch Menschen mit Behinderung, also mit Handicap am Massieren oder die unterstützen sich gegenseitig. Preise habe ich euch jetzt auch mal eingestellt, die habe ich abgefilmt. Ich selbst habe es nicht ausprobiert. Ich weiß auch nicht, ob es Blind Men, blinde Männer sind oder blinde Menschen. Am Tresen saßen Frauen am Empfang. Ich kann mir auch vorstellen, dass da auch Frauen mit Behinderung massieren. Zum Beispiel Fuß- oder Beinamputierte, die können ja auch massieren. Und werden dann halt auch teilweise unterstützt. Das wäre mal eine Möglichkeit, die könnt ihr gerne mal ausprobieren. Und wer schon mal da war, der darf mir jetzt gerne seine Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Und die andere Massage ist in Chomtien. Da gehe ich einmal in der Woche hin. Und da schwinge ich mich jetzt mal auf mein Motorbike. Und da fahren wir mal zusammen hin. So, mein zweiter Geheimtipp für heute, könnt ihr da oben sehen, The Blind Man Massage in Chomtien. Da gehe ich einmal in der Woche hin und ich frage mal nach, ob ich innen drin filmen kann. Ansonsten kann ich es euch also nur von außen zeigen. The Blind Massage Institute, dass ihr mal die Preise seht. Thai-Massage, Stunde 180 Baht, anderthalb Stunden 270 Baht. Das nehme ich immer. Und so eine Thai-Massage sollte auch mindestens immer anderthalb Stunden dauern. Fußmassage die Stunde 250 Baht und die Ölmassage Stunde
auch 250 Baht, also relativ preiswert im Vergleich zu den Massagestudios, die man in den Straßen von Pattaya findet. Ja, und das Schöne an der Massage, diese zwei Wohntürme, im Rechten bin ich ab 1. April zu Hause. Und hier ist die Massage und hier ist der Durchgang zur Taprosit. So, ich habe die Erlaubnis auch mal innen zu drehen, nur dass ihr mal seht, es gibt Kaffee und es gibt Tee. Hinten gibt es die Umkleideräume. Das ist die Rezeption für die Anmeldung. Im Hintergrund kann man die Masseure sehen. Wenn ich da drauf gucke, 1, 2, 3, 4, 5 Frauen, der Rest sind Männer. Also nicht nur blinde Männer, sondern blinde Menschen, die Massage. Und von außen ganz toll gemacht. Also auch von außen sehr schön gemacht, fast so ein kleiner Zoo. Hier ist normalerweise ein Papagei am Werkeln. Da hinten sitzt er. Heute hat er keine Lust. Hier ist noch so ein Krachmacher, Theo. Ja, ab und zu streunt hier noch ein Hahn vorbei und eine Katze. Das ist also meine Stammmassage. Jeden Montag bin ich hier. Ja, welche Massage ist denn jetzt die bessere für euch? Das kommt darauf an, wie gut ihr Schmerzen ertragen könnt. Also die Thai-Massage, nein, wir fangen anders an. Wir fangen an bei der Fußmassage, die kann man sich jederzeit gönnen, immer gut für die Füße. Die Füße werden massiert, die Waden werden ein bisschen massiert, die Durchblutung wird gefördert, soweit, so gut. Dann haben wir die Ölmassage ist sehr entspannt. Also ihr werdet mit Öl einmassiert. Ist natürlich auch immer wieder schön für die Muskeln, wenn die so ein bisschen massiert oder gestreichelt werden. Ihr seht das bei jedem Hund oder bei jeder Katze, die ihren Arm nimmt und so ein bisschen streichelt. Denen gefällt das einfach, wenn die Muskeln da mal so ein bisschen was zu arbeiten haben, was nicht zum alltäglichen Handwerk der Muskeln gehört. Die Thai-Massage, da kommt es darauf an, wie schmerzresistent ihr seid. Thai-Massage besteht aus 77 Elementen und kann ausgesprochen schmerzhaft sein. Das ist Thai-Massage, ist so eine Mischung zwischen oder ein Zusammenspiel aus Akupressur, aus Dehnung und aus aus Drücken, aus Pressen und aus Dehnen. So sollte man es eigentlich ausdrücken. Und ich habe beim ersten Mal gedacht, der will mich umbringen. Das war ausgesprochen schmerzhaft. Das war beim zweiten Mal schon besser. Und beim vierten Mal ist es zumindest, was den Rücken betrifft, schon sehr entspannt. Es gibt immer noch Muskeln an den Beinen, die sind sehr schmerzhaft, vor allen Dingen, wenn die Beine dann oder die Sehnen gedehnt werden oder die Bänder gedehnt werden. Das ist teilweise sehr schmerzhaft. Zur Freude meiner Freundin kann ich jetzt schon im Schneidersitz sitzen. Also es hilft auch auf jeden Fall. Wenn ihr eine Thai-Massage macht und nicht darauf vorbereitet seid, das kann sein, dass ihr 3-4 Tage Muskelkater habt. Also wenn ihr Thai-Massage unbedingt ausprobieren wollt, macht es am Ende des Urlaubs, sonst habt ihr im Urlaub ein paar Tage wenig Spaß. Ansonsten macht die Ölmassage, das ist auch sehr entspannend. Und ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen was gelernt über die Massage, was ist gut, was ist weniger gut. Und insofern, tut Gutes, habt Spaß und genießt meine Thai-Massage. Bis bald. Tschüss. Euer Stefan.